Hallo, ich heiße Ella Endlich und ich lebe in Berlin. Den Nachnamen Endlich, den habe ich von meinem Vater geerbt und er hat mir eigentlich immer Glück gebracht. Ich habe sehr früh begonnen, im Showbusiness zu arbeiten. Schon mit 14 habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und hieß damals Junior. Es war ein tolles Teenie-Pop-Projekt, aber dann auch wieder schnell vorbei. Und dann wollte ich das richtig lernen, das Handwerk, und habe wirklich an der Bayerischen Theaterakademie danach 4 Jahre Tanzgesang und Schauspiel studiert. Und das hat für mich wirklich das Fundament gelegt für alles, was ich jetzt heute mache auf der Bühne und was ich mit meiner Stimme vor allen Dingen machen kann. Nimm mich mit nach nirgendwo hin. Zum ersten Mal überhaupt spür ich Rückenwind. Ich lass jetzt einfach los. Die meisten Menschen kennen mich wahrscheinlich durch einen berühmten Märchenklassiker, Küss mich, halt mich, lieb mich. Die große Melodie von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel von Karl Svoboda. Dann wünsche ich mir Flüsse, die Wasser noch führen. Ich hatte die Möglichkeit 2009, das auf Deutsch zu vertonen, und das hat einfach eingeschlagen wie eine Bombe und hat mir gleich auch Gold gebracht. Lieb mich, für immer küss mich, halt mich, lieb mich. Ich genieße das eigentlich sehr, immer weniger zu machen, weniger Make-up, weniger Verkleidung, weniger Märchenprinzessin, immer mehr ich, und das tut mir gut. Ich glaube, dass ich nie hundertprozentig Schlager war. Ich habe immer mir meine eigene kleine Nische gebaut, dass ich versucht habe, Chanson mit Schlager zu verbinden. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Unsere Fahne steht im Staub und man sieht sie in der Nacht. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht. Das neue Album ist definitiv kein Balladenalbum, und das habe ich mir auch wirklich vorgenommen, bei dieser ganzen Entstehung darauf zu achten, dass wirklich gute und fröhliche und energiegeladene Lieder dabei sind. Wo ich auch manchmal das Gefühl hatte, dass die Fans das vielleicht in den Konzerten vermissen, auch einfach mal abzugehen und abzutanzen, und das ist das perfekte Album dafür. Und wir spüren das Adrenalin. Träume auf Asphalt steht für mich eigentlich so als Überschrift zu diesem Album, denn viele Songs beschäftigen sich mit der Bewegung, mit dem Fliegen, mit dem Fahren. Und ich selber bin wahnsinnig viel gereist in den letzten 2 Jahren mit meinem VW Käfer. Und in diesem Käfer sind so viele Ideen und Textfragmente entstanden, dass es sich einfach nur angeboten hat, Träume auf Asphalt wirklich auch zu benutzen. Ich halt dich nicht. Das ist ein ziemlich neuer Stil. Ich habe mich was Neues getraut, mit völlig neuen Leuten, neuen Produzenten, neuem Management, neuer Plattenfirma. Und für mich liegt da jetzt so ein Kribbeln in diesem neuen Schritt. Ich habe ganz, ganz viel vor. Ich werde mit Carmen Nebel auf Tour gehen. 2-mal, jetzt im Februar und im April. Dazwischen werde ich ganz viele Termine haben, mich natürlich auf den ESC vorbereiten, die Bühnenshow fertigstellen, und dann im Sommer freue ich mich auf Sommerfestivals und natürlich das erschienene Album, mit dem ich dann unterwegs bin. Du bist frei.